Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir sind hier heute bei mir im Wohnzimmer und ich habe was vor. Und zwar, ich war letztes Mal bei der Johanniter in Wunstorf. Ihr erinnert euch, das Video werde ich für euch mal kurz einblenden. Und was das in Wunstorf jetzt mit meinem Video zu tun hat, mit diesem Ausdruck, das seht ihr gleich, okay? Alles klar, los geht's. Ja, und zwar, ich habe mir was ausgedruckt von der Homepage der Johanniter. Und zwar gibt es die johanniter-weihnachtstrucker.de/Packliste. So, jetzt wisst ihr auch, worum es geht. Hier ist eine Packliste. Hier kann man sehen, was man dafür zu packen hat, wenn man dieses wunderschöne Weihnachtspaket packen möchte. Okay? Ja, damit wir es packen können, brauche ich natürlich erstmal einen Karton. Den Karton werde ich mir erstmal hier vorne hinlegen. Da ist er. So, dieser Karton ist noch leer, das ändern wir jetzt. Und zwar fange ich mal oben an. Ich brauche 2 Kilogramm Zucker. 2 Kilogramm Zucker hole ich mir mal ganz kurz ran. 1, 2. Wunderbar. Die 2 Kilo Zucker packe ich schon mal in den Karton. Damit wir mal schön Platz auf dem Tisch haben. Dann lese ich hier 3 Kilogramm Mehl. Okay, fangen wir an. 1, super. 2 und 3. Bam, das geht ja einfach hier, das Einkaufen. Hätte ich gar nicht gedacht. Das lege ich jetzt mal ein bisschen Gewichtsverteilung mal auf die andere Seite. Ich lege mal ein Kissen runter, damit ihr das besser sehen könnt. So. 2, 3. Wunderbar. Dann, das sind wirklich also Grundnahrungsmittel. Das ist auch ein bisschen, macht mich auch ein bisschen betroffen, muss ich sagen. Als nächstes haben wir 1 Kilo Reis. Hol ich mal 1 Kilo Reis hier mal her. Zack. Ach, lege ich mal hin. So. Wunderbar. Ich habe immer gern Tetris gespielt. Da kann ich schon mal mit anfangen. So, dann 1 Kilogramm Nudeln. Schauen wir mal. Und nochmal 1/2 Kilo macht 1 Kilo. Wunderbar. Na, das läuft ja hier. So. Oh, jetzt kommen 2 Liter Speiseöl aus Plastikflaschen. Okay. 2 Liter, stellen wir gleich hier hin. Wupp, super. Die legen wir auch mal hier rein. Top. Perfekter Karton. So, dann 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten. Okay, 3 Stück. Oh, so sehen die aus. Wunderbar. Dann 3 Packungen Kekse. Ich glaube, da nehmen wir unterschiedliche. Ich glaube, nehmen wir mal ein so ein Paket. Dann nehmen wir noch irgendwie was anderes und noch ein drittes. Soll ja auch ein bisschen Abwechslung sein, ne? Super. Das ist für die Naschkatze. Oh, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Soll natürlich nicht so rumwackeln. Oh, 5 Tafeln Schokolade. 5 Stück, da mache ich mal einen schönen Haufen. So. Verschiedenste Sorten, ohne jetzt hier irgendwelche Werbung zu machen. Schmeiße ich jetzt mal hier mit rein. Jeder braucht mal Nervennahrung. So, 500 Gramm Kakaogetränkepulver. Bup, okay, schuppdiwupp, da ist es schon. So, was haben wir denn noch? Oh, 2x Duschgele. Jetzt weiß ich nicht, sind das junge Mädchen, keine Ahnung. Würde ich sagen, nehmen wir einen so. Einen hier hin und einen dahin. So ist für jeden was dabei, ne? Klasse. So, was haben wir denn noch? Tolles. No, ein bisschen, dass es auch, glaube ich, ein bisschen unter Spannung ist. Eine Handcreme. Huiuiui, okay, mal gucken. Das ging ja schnell. Super, Handcreme haben wir. Dann 2 Zahnbürsten. Mal gucken, sind das 2? Naja, fast 2. Ja, jetzt wird schon ein bisschen strammer hier zu packen. Sieht schön aus. Zahnbürsten alleine reichen ja meist nicht. Ne? 2 Tuben Zahnpasta nehme ich auch noch. Einmal Kräuter, einmal Klassik habe ich mich für entschieden. So, und eigentlich stand hier noch immer noch drauf, also als ich im Internet das aufgemacht habe, dass man dann noch eigentlich ein Malbuch und Kindersachen reinpacken möchte,
müsste, das ist jetzt hier auf der Liste nicht, als ich es auf dem Handy beim Einkaufen gesehen habe, war es drauf, wundert mich gerade, kein Problem. Ich werde mal ein bisschen was für Kinder, wenn du reinpackst, nur Kleinigkeiten, also nicht jetzt über super, macht was ihr wollt, aber ich denke mal, ein bisschen Kleinkram packe ich jetzt mal rein. Erstmal zwei Malbücher, so Malbücher hier rein. Ich gucke mal, was ich noch so einen Kleinkram habe, vielleicht ein bisschen was zum, irgendwie mit Seifenblasen, das ist gut, Seifenblasen, okay. So, Seifenblasen packen wir hier auch mal rein, kann nicht schaden. Und dann noch ein bisschen, damit Licht ins Dunkeln kommt, noch mal eine kleine Taschenlampe habe ich hier noch. So, die mache ich gleich mal schnell fertig. Funktioniert. Ich denke mal, das kann auch praktisch sein. Ne? So. Wunderbar. Das ist das Paket. So sieht es aus, schön gepackt. Man muss immer selber mit gutem Beispiel vorangehen. Okay, das werde ich jetzt noch zukleben. Und dann nehme ich jetzt hier mein Newton-Dönges Karton und werde das immer so ein bisschen zukleben. Mit der Kartongröße habe ich noch gelesen, er sollte idealerweise 40x30x30 sein. Ich kläre ab, ob das mit dem geht, weil hier liegt es richtig schön stramm alles drin. Finde ich ganz gut. Es kann sein, dass ich nochmal umpacken muss, ist aber auch kein Akt. Aber ich werde es ja persönlich abgeben bei Johanneta am 12., wenn ich da bin. Bis zum 16.12. könnt ihr die Aktion noch machen. Und ja, gut, ihr Lieben. Das war von mir. Die Aktion, guckt euch das noch an. Die geht bis zum 16.12., wie gesagt, im Internet. Die Johanneta in Wunstorf wird wahrscheinlich sogar selbst mit die Pakete ausliefern fahren, irgendwo ziemlich weit weg. Vielleicht kennt ihr ja auch diese Kommentare, dass die Leute sagen, oh, ja, man müsste in den eigenen Land helfen. Ja, ja, hast du recht. Dann würde ich mich freuen, wenn das auch macht. Ne? Wie gesagt, gerade zur Weihnachtszeit, ich denke im Ausland, da sind die viel schlechter oft dran und denen fehlt es manchmal an grundsätzlichen Sachen, an die wir gar nicht denken. Ne? Die Packliste ist auch im gleichen Moment auch ein bisschen traurig, dass es daran schon hapert, an Mehl und Zucker und sowas. Ne? Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich finde die Aktion gut. Danke an die Johanneta, dass ihr das macht. Ich unterstütze euch selbstverständlich und vielleicht kommen noch ein paar andere Kameraden oder auch Nicht-Kameraden oder vielleicht noch mal die Leute, die mal zu jedem Ding einen schlauen letzten Satz oder Kommentar haben, einfach mal machen. Ne? Nicht nur aufregen, machen, packen, hinbringen, wegschicken, los geht's. Hast du gut gemacht. Bis denn. Euer Feuerwilli und kleiner Beitrag zu einer besseren Welt. Bis denn. Tschüss.